Hi Leute, schön, dass ihr da seid. Wir haben das erste Community-Update im August bekommen für Space Marine 2 auf Focus Together, einer ziemlich schönen Plattform, wie ich finde mittlerweile. Und vor 15 Stunden wurde das gepostet. Wir werden heute im Video kurz darauf eingehen, was hier alles so genannt wurde, hauptsächlich was ist von Interesse für uns. Und da gibt es einige interessante Fragen und Antworten, die noch beantwortet worden sind. Aber alles beginnt eigentlich hier, das war der erste Trailer, den es gab, World Premiere, und hier gibt es einen brandneuen Trailer, den gucken wir uns heute zusammen nicht an, ich erspare euch mein Gesichtskino dazu, gönnt euch das am besten selbst, würde ich mal sagen. Hier sind verbleibende Fragen, wir haben uns im letzten Video diesen Battleplan angeschaut und ich denke, da sind jetzt auch weitestgehend alle Fragen soweit vom Tisch. Besonders schön natürlich nochmal hervorzuheben, wenn ihr den Season Pass einmal kauft, gilt der für alle Seasons und nicht, dass ihr für jede Season den extra nochmal kaufen müsst oder mehrmals kaufen müsst. Ich finde das eine sehr schöne Sache, wie sie das gemacht haben. Andere Firmen hätten hier sicherlich bei jeder Season einen Season Pass gebracht und euch abkassiert. Das machen sie hier nicht. Finde ich richtig nice. Und ja, wir gehen jetzt hier kurz auf diese wichtigen Fragen noch mit ein und da sind wirklich ein paar Dinge dabei, die nice to know sind. Einerseits ist natürlich der Kampagnenmodus im Offline-Modus spielbar. Das hatten wir schon mal in einem vorigen Video. Allerdings war es noch nicht so ganz klar, wie es mit den Operations aussieht, weil da wurde schon mal so grob gesagt, ja, ihr müsst nicht unbedingt online sein, wenn ihr mit Bots spielt, aber es ist ein Problem, dass der Progress dass man dafür eine Serververbindung braucht. Und hier wurde es auch dann tatsächlich nochmal so gesagt, also man sollte dann tatsächlich online gehen, weil sonst verliert man den Progress in den PvE Operations. Also für den PvE Operations Modus müssen sie online sein, damit der Fortschritt im PvE gespeichert wird. Offline-Fortschritte werden nicht auf die nächste Sitzung übertragen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie verbunden sind, um alle verdienten Vergünstigungen, Skins und andere Belohnungen zu erhalten. Das hier ist übrigens automatisch übersetzt. Nicht wundern, falls das ein bisschen cringe klingt hier an manchen Stellen. Aber es sei gesagt, also wenn ihr im PvE-Operations-Modus unterwegs seid, nur mit Bots, und es könnte mal passieren, dass so zwischendrin mal ein Verbindungsabbruch ist mit der Internet-Connection, dann wird das der Sache wahrscheinlich keinen Abbruch tun. Ja, ihr werdet nicht aus dem Spiel fliegen, so kann ich mir das vorstellen. Aber ihr solltet sicherstellen, dass ihr mindestens am Schluss eurer ganzen Session von dem heutigen Tag, wo ihr unterwegs wart in PvE-Operations-Mission, dass ihr da irgendwann mal online geht oder online seid, zumindest kurz, damit sich das mit dem Server aktualisieren kann. Falls ihr, sagen wir mal, 3 Operations gespielt habt und ihr wart die ganze Zeit offline und ihr macht dann das Spiel aus, dann ist euer Fortschritt von den 3 Operations weg. Wenn ihr 3 Operations offline gespielt habt und dann nach der letzten online geht, dann sollte es sich aktualisieren, dass ihr diesen Fortschritt bekommt, auch mit dem Server, dass der Abgleich stattfindet und ihr euren Progress bekommt, dadurch, dass ihr am Schluss kurz online seid und dann könnt ihr offline gehen und dann ist es gut. Ja? So würde ich die ganze Sache hier verstehen. Jetzt ist noch plattformübergreifendes Speichern mit Prism Ray Online Services voll funktionsfähig. Das geht also, Cross-Save ist mit drin. Dann haben wir kein LAN-Support, also nur online wirklich spielbar Multiplayer-Sachen. Crossplay ist voll unterstützt für die PvE-Gemetzel-Sachen. Punkt ist jetzt wichtig, beim PvP gibt es allerdings nur PC spielt mit PC und Konsole spielt mit Konsole aus Balancing-Gründen. Das heißt, wenn ihr im PvP unterwegs sein wollt und ihr spielt nur am PC und euer Kumpel spielt an der Xbox, dann könnt ihr nicht zusammen im PvP-Modus spielen. Ihr könnt nicht zusammen gegen andere Feinde spielen, also gegen andere Spieler. Und ihr könnt euch auch nicht gegeneinander spielen. Ihr seid in einem komplett anderen Spielerpool. Das heißt, nur Konsolenspieler sind zusammen, sei es Xbox und PlayStation. Und nur PC-Spieler sind zusammen, sei es Steam oder eben Epic Game Store. Ja? Das ist zu beachten. Das stößt vielen auch nicht so gut auf hier. Man guckt oder man wünscht sich jetzt, dass das zumindest optional möglich sei. Mal gucken, ob sie dagegen steuern. Ich fände es eigentlich auch cool, wenn man es zumindest freiwillig anhaken kann, dass man als Consolero zum Beispiel bei den PC-Leuten mitspielen will. Ob man dann das Zeug gewinnt und ob man dann damit klarkommt, dass man vielleicht nicht so oft gewinnt,
Das sollte vielleicht jedem freigestellt sein. Ich bin gespannt, was sie da noch machen werden in Zukunft. So, dann haben wir noch wegen den Einschränkungen bei den Klassen. Wir haben schon drüber geredet. Bei PvE Operations könnt ihr nur einmal eine Klasse im Team haben und nicht zum Beispiel drei Tacticals haben oder zwei Tacticals im Team haben. Geht nicht, nur eine Klasse jeweils im Team. Sogar beim PvP gibt es Einschränkungen, da gehen nur zwei. Also ihr könnt zum Beispiel zwei Tacticals haben in einem PvP-Team oder zwei Bulwarks in einem PvP-Team. Das ist beim PvP möglich. PvE, wie gesagt, nur eins. So, Friendly Fire gibt es nicht, egal in welchem Modus. Dann haben wir hier noch zu den Leistungseinstellungen. Es gibt einen Leistungsmodus auf Konsole, 60 FPS bei 1080p. Und bei Xbox Series S, ne, Qualitätsmodus 30 FPS, kein und der Leistungsmodus nicht verfügbar. Wir PC-Spieler brauchen uns um die 60 FPS keine Sorgen machen, sofern unsere Hardware das Ganze mitmacht. Kommunikation ist über Voice Chat, Kommunikationsrate, also so könnt ihr auswählen, was der von sich gibt, euer Charakter. Und ihr habt sogar einen Chat auf dem PC, finde ich nice, ist aber nur exklusiv für die PC-Version. Auf der Konsole wird es, denke ich mal, schwierig, einen Chat zu nutzen, zum Reintippen. Dann haben wir zum Beispiel noch was mit Raytracing und so weiter. Das kommt noch, DLSS 3 und so, das kommt noch. Breitbildschirm haben wir schon in der Roadmap gehabt. Steam Deck soll in Arbeit sein, ist noch nicht ganz fertig. Mod-Unterstützung keine. Bisher. Derzeit steht dran, wer weiß, was da noch kommt. Anti-Cheat-System ist easy Anti-Cheat. Kennen, denke ich mal, die meisten. Kein DRM-Software. Wird das Spiel von ersten Tag auf GeForce Now verfügbar sein? Ja, das wissen wir aber schon. Xbox Game Pass? Nein, finde ich eine gute Entscheidung an der Stelle. Und ja, was das HUD angeht, also einfach was auf dem Display zu sehen sein wird, man kann dynamisch was ausschalten. Das heißt, es taucht nur dann auf, wenn man es braucht. Und wenn man es nicht braucht während dem Zocken, dann verschwindet es auf dem Display. Man kann das einschalten und aus. Diese Möglichkeiten gibt es. Dann zum Preload wurde hier einfach noch was gesagt für die Konsolen jeweils. Ne? Das liest ja am besten, denke ich mal, selber für PC kein Preload. Wir müssen also am Tag runterladen, wenn es losgeht. Und dann haben wir hier noch Zugänglichkeitsfunktionen. Ich denke, für Farbblindheit und so weiter gibt es hier Möglichkeiten. Sprachen hatten wir schon. Auf Deutsch wird es vertont sein. Es gibt Untertiteltexte auf Deutsch. 17 Sprachen hier bei den Texten. 7 Sprachen bei der Sprachausgabe. Also ordentlicher Umfang. Und dann haben wir hier noch was, nämlich der Early Unlock für PC. Also am 5. September geht's los hier bei uns, 18 Uhr würde ich sagen. Paris-Zeit ist für uns das Gültige. Und dann haben wir Early Unlock für Konsolen. Hier, 5. September, 3 Uhr, was ist 3 Uhr? Past Morning ist dann 15 Uhr quasi. Also sieht so aus, als ob Konsolenspieler früher anfangen können, um 15 Uhr. Und für PC erst um 18 Uhr. Und dann haben wir hier, glaube ich, Release Times PC und Konsole um 18 Uhr am 9. September hier für uns, damit wir die Release-Zeiten auch mal kurz auf dem Schirm haben. Und ja, Leute, damit sind wir eigentlich durch, was diese ganze Sache angeht. Ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt bezüglich diesen paar kleinen Ungereimtheiten. Ein paar Leute stören sich, wie gesagt, dass nicht reine, also Teams aus den reinen Klassen reinkommen. Und mit dem Crossplay, das sind noch so Knackpunkte, die bisher hier unten auch in der Community-Spalte aufgetreten sind. Schauen wir mal, was dann noch passiert, vielleicht als Reaktion von den Devs irgendwann mal. Und ansonsten seid ihr jetzt hoffentlich auf dem neuesten Stand der Dinge. Danke fürs Reinschalten und dann bis zu einem nächsten Video vielleicht. Haut rein und ciao.